seit wir jetzt ganz alleine warst? Ganz, ganz, ganz alleine und ungestört. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen amüsieren. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Frau Kaisers, wir haben alles besprochen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns die Tage und ich würde sagen... Leute, die dunkle Gestalt, die da durch die rauschige Nacht wandert, ist der Bruder meiner Geliebten und er ist auf der Suche nach mir. Ich bin ganz schön am Arsch, aber wie es dazu gekommen ist, tja, das werde ich euch jetzt erzählen. Viel Spaß! Es ist fertig. Hier, fertig, ja. Ich probiere es mal. Okay. Sieht da sehr, sehr spannend aus. Ja. Schmeckt? Ich probiere nochmal, ja. Okay. Also, ist ja egal, was ich sage, du wirst sowieso sauer sein. Nessin, ich hab's ein neues Rezept für probieren. Ich will der Mann wissen, warum ich so sauer sein. Bist du sicher? Super sicher! Also ich muss ganz ehrlich sagen, Paps, ich find's toll, dass du dann sagst, ich probiere mal ein neues Rezept aus, weil du bist ja ein bisschen eingefahren, kochst ja immer nur die Kochbananen etc. Deshalb finde ich toll, dass du mal was Neues probierst. Nessin! Quatsch mir nicht vor! Ist dieser lecker Schmecker oder ist dieser lecker Schmecker? Okay, also ich finde deine Suppe oder was das sein soll, ist ein Ticken wässrig. Wenn dein African Dad dich fragt, wie sein Essen schmeckt, dann gibt es verdammt nochmal nur eine Antwort. Dein Essen schmeckt einfach fantastisch. Mehr davon, ist das lecker. Ja. Lass dich nicht unterkriegen, Süße. Irgendwann findest du schon deinen Traummann. Ich hab doch mein Ort gefunden, als ich im Basechat unterwegs war. Wem telefonierst du da? Maus, warte mal kurz. Ist das dein Ernst, Junge? Mit wem hast du telefoniert? Das war eine Freundin. Chill doch mal dein Leben. Ich chille mein Leben, aber nur wenn ich weiß, dass meine kleine Schwester in Sicherheit ist. Halbschwester und ich liege hier in meinem Bett. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich in meinen Laken furze. Das war's dann aber auch. Wie auch immer, räum mal dein Zimmer auf. Sieht's aus wie auf dem Schrottplatz. Ey, würdest du für 1 Million Euro deine ganzen Haare abrasieren? Ich bin African, ich sehe mit Glatze immer noch extrem gut aus. Nein, ich meine alle Haare, Augenbrauen, Bart, alles, alles abrasieren. Dann sehe ich aus wie ein Embryo. Siehst du auch so schon aus wie ein Embryo. Wie? Ach, nichts, alles gut. Ja, ich würde es machen, 1 Million. Ich würde mir dann so Perücken holen und so ein Kram, aber wie kommst du drauf? Na, ich habe dir doch erzählt, dass meine Freundin so richtig behaart ist. Aber warte ganz kurz. Wenn man vom Teufel spricht, ist meine Freundin, ich muss kurz rangehen, ja? Ja, mein Zucker-Nougat-Buttertörtchen. Mein Bruder ist gerade mit meinen Eltern weg. Du weißt, was das heißt? Sag mir, was das heißt. Stell dich nicht so dumm. Komm vorbei, ich hab sturmfrei. Muss los, Bruder. Ey, warte! Ich hab noch meinen PlayStation-Controller bei dir. Gib mir den Schlüssel. Danke. Es gibt drei Dinge, die jeden Mann um sein Leben rennen lassen. Wenn deine Frau dir schreibt, dass ihre Fruchtblase geplatzt ist, wenn du morgens im Bett von der Ekligen aufwachst, die du im Club getroffen hast und wenn dein Girl dir schreibt, ich habe sturmfrei. Wenn ich noch was vergessen habe, dann schreib's in die Kommentare. Schön, dass wir so uns mal treffen. Wow, du bist aber ein schöner, unglaublicher Mann. Ich weiß, ich kann's gar nicht dafür. Ich bin so geboren. Und deine ganze Muskel... Dieser kommt von harte Training, Baby. Wenn du willst, wir beide kommen zusammen trainieren und dann ich zeig dir deine Tricks, wie du kriegst auch eine schöne lecker Popo. Wow. Boah, noch schnell hier ein Abseil.
Ich wollte nur meinen Controller abholen, aber ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Du bleib genau da, wo du bist. Da sind wir jetzt ganz alleine, was? Ganz, ganz, ganz alleine und ungestört. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen amüsieren. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Und das Huhn macht so... Und das Ei fliegt auf das Gesicht von meinem Vater. Oh mein Gott! Warte, was war das? Das war die Wohnungstür, da ist irgendjemand nach Hause gekommen. Damn, ich dachte, das ist stockfrei. Ja, dachte ich auch, schnell versteck dich. Wo denn? Mir egal, mach so schnell du kannst. Ich dachte, du kommst erst morgen wieder. Ich habe gerade 3 Stunden lang einen Typen verkloppt, weil er mir auf die Schuhe getreten ist. Jetzt tun mir meine Hände weh. Ich kann so oder nicht zum Nikos. Okay, ich habe mich sowieso gewundert, warum du überhaupt zum Nikos willst. Nähen ist was Wunderschönes. Du kannst uns ein Stück Wolle, eine weiche Strumpfhose nähen und auch eine Tragetasche, mit der du Süßkartoffeln transportieren kannst. Ah ja, klingt ja toll. Ist auch toll das Gefühl, wenn die Nähmaschine vibriert und du den Stoff durchziehst. Unbezahlbar. Kann ich mal mitkommen zu einem von deinen Kursen? Du willst mit mir nähen kommen? Ja, gerne. Erzähl mir mehr vom Nähen. Muss das sein? Es muss sein. Du bist so wunderschön. Dieser Satz ist doch nur so. Nein, ich... Ja? Du bist unglaublich muskulös. Kommt das, weil du Afrikaner bist? Auch. Aber auch, weil ich trainiere. Deswegen, mein Muskel ist so prall. Lass mal anfassen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ha? Okay. Und durch den Bienenwachs wird die Wolle butterweich. Und wo bekomme ich so einen Bienenwachs her? Na, von den Bienen. Chill, die stechen mich dann. Bienen stechen nur, wenn die sich bedroht fühlen. Und ich denke, du willst nicht bedroht, oder Schwester? Natürlich nicht. Sag mal, riechst du so nach Schweiß? Was? Nein. Bist du bescheuert? Irgendjemand in diesem Raum riecht nach Schweiß. Wenn du es nicht bist und ich es nicht bin, wer ist es dann? Das bin dann vermutlich ich. Frau Kaisers, die Heizung läuft jetzt wieder einwandfrei. Frieren sollte in der Zukunft der Vergangenheit angehören. Ich habe jetzt alles mal neu gemacht, 8er Ventile drauf gemacht, die läuft jetzt. Die schnurrt wie ein Kätzchen, sag ich immer gerne. Ne? Frau Kaisers, wir haben alles besprochen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns die Tage und ich würde sagen... Wer zum Teufel bist du denn und was machst du im Zimmer meiner Schwester? Ich bin Heizungstechniker. Das ist ein Einbrecher und hat mich bedroht. Oh, warte ganz kurz. Wusstest du, dass Resatoren die Nähmaschine nur die Hälfte kosten heute? Verstehst? Ja, weil heute ist Black Friday. Heute ist Mittwoch. Oh, stimmt. Oh shit. Ja Leute, jetzt kennt ihr die Vorgeschichte. Ich glaube, ich bin ziemlich am Arsch, denn der Typ ist über 2 Meter groß, durchtrainiert und näht gerne. Muss also der totale Psycho sein. Lebt wohl. Pass, da will mich einer verkloppen. Wer will die verkloppen? Ich will ihn verkloppen, und zwar ordentlich. Kannst du sowieso, Martin, meine Sohn sowieso ist bekloppt. Aber erstmal, du probier meine Suppe. Was? Erst, du probier meine Suppe. Okay, der Suppe ist fertig, guck's mal, hier. Probier mal dieser neue Rezept, ich hab gemacht, ja? Probier, das sagt dir mir deine ehrliche Meinung, wie dieser schmeckt. Probier mal. Hm? Schmeckt ein bisschen wässrig. Mein Vater ist mies anstrengend, aber er würde nie zulassen, dass jemand außer ihm mich schlägt. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und checkt auf jeden Fall alle Leute aus. Vielen Dank an dich, Brian. Checkt sein Instagram aus, unverlinkt. Vielen Dank an Uncle D. Checkt sein Instagram aus und sein YouTube ist unverlinkt. Checkt Dennis aus, sein Insta, sein YouTube unverlinkt. Checkt Belin aus, ihr Instagram ist unverlinkt. Allen folgen, echt coole Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne eure konstruktive Kritik dazu. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Peace! Nochmal, wer ist überschreien? Erst!
Okay. Bisschen letztlich. Oh, Dennis, was ist das? Und Action. Das ist so eine Kaffee. Mit Bahabi. Und. Okay.